Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. Ich spiele hier gleich mal weiter. Ihr musstet ja wahrscheinlich ein bisschen länger warten auf den nächsten Part. Aber das ist doch das Schöne beim Let's Playen. Schon dabei. Ich kann einfach mal Spüre, dass weiterspielen. noch mehr sind. Oh, da haben wir einen Riss. Ich werde tauchen die Risse auf. Booker, sehen Sie diese Risse? Die könnten wir gegen Slates Männer einsetzen. Durch diesen Aha. Riss kommen wir höher rauf. Und der hier liefert uns ein Geschütz. Und etwas Deckung. Nimm den da! Nein! Na gut, oder doch? Au, nein, falsche Taste. Okay, das wird, glaube ich, nichts werden. Oh je, das war mal nicht so eine gute Idee. Oh. Heilige, ich brauche Leben. Elisabeth! Oder Annabelle! Bitte sehr! Danke. Oh cool. So, eigentlich wollte ich dort jetzt hoch wieder. Komme ich hier nicht rein? Kann ich mich hier irgendwie auf die Seite? Dann verschwindet unser doch. Ah, nein. Oh je. Macht euch bereit, Leute. Es wird episch. Oder auch nicht, weil wir keinen Mana haben. Cool. Alles klar, alles klar, alles klar. Tschüss. Elizabeth? Elizabeth! Nein, ich brauche jetzt keine Muni! Ich brauche jetzt Leben, bitte! Leben, bitte! Leben, bitte! Okay. Okay, okay. Da können wir noch was machen. Ah. Können wir da was machen? Nein. Und da? Bitte, 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 bitte. Nein, Mist. Das ist ja wie tote Tauben schießen hier. Oh, ich sollte mal auf Long Range vielleicht mal. Oh, der hat einen Raketenwerfer. Ja, gib sie mir. Perfekt. Jetzt stirb doch. Wie überlebt doch ein Mensch nie? Oh, cool, Kopfschuss. Okay. Comstocks Schoßhündchen hat tolle Tricks auf Lager. Weißt du, was du da hast, Booker? Es reicht, Slate. Wir brauchen diese Kraft, um aus Columbia wegzukommen. Und wir holen sie uns, so oder so. Slate! Alles klar. Wir nehmen den einfach mal mit. Und wobei... Wäre schön, wenn wir hier noch Munition hätten. Ich frage mich, ob man die Fässer kaputt schießen kann. Nein. Oh. Können wir sogar holen? Eine Magazinvergrößerung. Nein, danke. Hier haben wir nochmal ein schönes Fläschchen mit Salz. Lecker Salz. Oh, was ist das denn? Ohne Shock-Jockey kriegen wir das Ding nicht auf. Gut. Munition. Hier, für die Kasse. Bam. Gut so. Ja, damit. Danke. Und so. Ja. Medizinkit. Halt die Augen auf nach dieser Schockstunde. Ah, wir haben immer noch zu wenig Geld. Beherrschung billiger? Ach so, okay. Naja gut, das nehmen wir jetzt nicht so oft. Bitte Shotgun, ich brauche Shotgun. Können Munition können wir uns hier glaube ich auch nicht kaufen. Ups,
falsch. Ich möchte kein Kopfkino sehen. Nein, danke. Der Souvenirladen, okay. Oh. Zu rar ist jener Schlag von Mann, der Heul und Schrein das Kriegswald noch hier verlieren beugt, der Rostock das Knie für uns Heil seiner Prophetie. Blechmänner, Booker, dazu wird Comstock uns machen. Mit Drähten und Hebeln, statt Köpfen und Herzen. Herzen! Tschüss! Oh, geht wohl nicht bei dir. Okay, das scheint ein Endgegner zu sein. Wow! Der ist ganz schön groß. Was, der ist schon kaputt? Aber du bist auch gleich kaputt irgendwie. Ja, danke. Bam. Ja, komm mal her. Oh, schon kaputt. Aber eigentlich spiele ich ja auf normal. Siehst du, Booker? Vielleicht bist du noch der, den ich kannte. Vielleicht auch nicht. Es spielt keine Rolle. Comstock hat unsere Geschichten und unsere Seelen ausgelöscht. Jetzt will er mich kriegen. Und wenn ich weg bin, bleibt nur noch die Lüge. Gib uns einfach, was wir brauchen. Gatling-Gun. Wow. Okay, die werden wir auf jeden Fall aufheben. Auch wenn ich gerne den Rocket Launcher mal ausgetestet hätte. Hätte ich eigentlich machen sollen bei dem Endgegner. Kein Problem. Wow, was ist das? Wo führt die Spur denn hier hin? So. Moment, der müssen wir doch jetzt mal kurz folgen. Okay, wer macht denn so viele Schritte immer? Oder was soll das darstellen? Sieht mir eher eigentlich nach Fußspuren aus. Oder es ist Blut. Oder irgendwas zu trinken. Wer weiß. Der wurde geplündert. Hier gibt es keinen Schockjockey. Slate muss es mitgenommen haben. Da. 5 Lockpicks. Was da? Das hier? Nein. Oh, was ist hier los? Ist das? Slate. Er ist hier. Nein! Oh. Okay, Slate, dann komm mal her. Ich hab was Schönes für dich. Ich hab was sehr Schönes für dich. Ups. Kann ich das irgendwie wegdrücken? Okay. Wie viel Geld haben wir denn jetzt? Immer noch zu wenig. Das Upgrade mal für den. Ja, für unseren Zauber. Für unsere Krählein zu machen. Comstocks Schiffe. Schrotfleck. Es war Slate, der bei Wounded Knee für sein Land tötete. Es war Slate, der die Tore Pekings stürmte. Slate! Ja, wir wissen es ja jetzt. Comstock kommt. Aber uns zu töten wird ihm nicht reichen. Oh nein. Er will uns auch noch in Blech verwandeln. Das lasse ich nicht zu. Er hat mir meine Vergangenheit geraubt. Aber mehr bekommt er nicht. Ja. Oh, das muss doch okay. Nicht sein. Auf, Jungs. Der Soldatentod wartet. Wow, da kommt doch mal schön rein hier. Oh ja. Oh, schon vorbei. Ja, hallo. Oh, schade. Ja, jetzt bräuchte ich mal. Hallo? Der Booker, der wird den ich kannte. Blechmann! Blechmann! Ach nein, nicht schon wieder so einer. Jetzt bräuchte ich meinen Raketenwerfer. Was haben wir denn hier? Oh, müssen wir das zerstören? Okay, nein, aber wir kriegen Hitmarker. Das ist komisch. Danke. Geh hier mal rein. Autsch.
Meine Shotgun reinigt auch, nämlich dein Gehirn. Nimm das. Autsch. Das ist nicht. Oh mein Gott. Oh, was passiert da? Warum hat das nicht funktioniert? Oh. Heilige Scheiße. Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Was, wir haben jetzt auf einmal 4 Lockpicks schon? Nein, das kann doch nicht sein, oder? Also irgendwie kann ich mich an einen Lockpick erinnern. Ich liebe diese Shotgun. Shotguns sind einfach so cool. Mehr hast du nicht auf Lager, Soldat! Jetzt komm schon, David! Enttäusche die Jungs nicht! Oh nein. Oh, ich sehe zwar nichts hier, aber. Oh, wir müssen nachladen. Hallo. Der ist aber niedlich. Können wir hier rein? Können wir hier rein? Können wir hier rein? Wo geht's denn hier lang? Hallo? Hallo? Was? Hallo? Oh oh. Hä? Wo sind die denn hin? Ach, da unten. Oh! Das war jetzt nicht geplant, aber es sah cool aus. Mal bitte das. Ah, nimm! Und stirb! Ups. Warte mal kurz, ich muss mal kurz nachladen. Danke. Bitte sehr. Na los, David! Zeig mir, was du kannst! Mhm. Mhm. Jetzt kommt hier der übelste Megaboss, oder wie? Müssen wir die Dinger hier zerstören? Oh, okay. Na, ich glaube, wir sollten mal nicht unsere Shotgun-Munition dafür nehmen. Bitte sehr. Bam. Genau, aber sowas von. Da oben haben wir noch einen. So, wo haben wir denn noch was dort? Hä? Haben wir das nicht gerade abgeschossen? Warum ist dort immer noch was? Okay, dann haben wir dort hinten noch etwas. Da kommen wir jetzt irgendwie nicht hin. Hm. Mal schauen, was hier oben ist. Was ist hier los? Was war das? Wir werden es wohl nie erfahren. Ups. In Ordnung. Ach, hier haben wir eine neue Gatling Gun. Die nehmen wir doch mit Vergnügen. Ja. Das nenne ich doch mal ein Rätsel. Oh, hier haben wir auch was. Okay, das haben wir wahrscheinlich übersehen gehabt. Was ich euch noch erzählen wollte, und zwar spiele ich des Öfteren mal Garry's Mod und ich werde oft darauf angesprochen, wegen meinem Namen, weil ich doch Spoon heiße. Und weil ich doch jemanden nachmachen sollte. Ich und nachmachen. Hallo. Nur weil ich jetzt Spoon heiße, heißt es noch lange nicht, dass ich jetzt jemanden nachmache. Nur weil ich diesen Namen trage und dieser Typ mal ein paar Mal mit PewDiePie gespielt hat.
der jetzt zwar sehr berühmt ist, aber trotzdem. Ich meine, der Name ist ja nicht dadurch gecopyrighted oder sonstiges, sondern ja, den darf ja jeder nehmen. Und das finde ich dann manchmal schon ein bisschen nervig, wenn mich die Leute einfach darauf ansprechen und sagen, du bist ja bestimmt voll der Faker und sowas. Und dann denke ich mir einfach nur so, nee, ich fake niemanden und ich möchte auch niemanden faken, weil ich eigentlich mir etwas selber aufbauen möchte. Und ja, der Name Spoon, den habe ich eigentlich schon, kann man schon sagen, eine Ewigkeit. Da war dieser Spoon, der amerikanische oder englische, sage ich jetzt mal, auf YouTube noch gar nicht so sehr bekannt. Da hat er noch nicht mal mit PewDiePie gespielt, da hatte ich schon diesen Namen über Xbox. Ach, ich soll dich jetzt schießen. Erschießen. Ja, okay, na gut, ja. Was? Nein, ich wollte E drücken. Ich wollte E drücken. Na ja, gut, schade. Wow. Das sah immer heftig aus. Shocky Trap! Das Gesicht von dem Teufel, cool. Nicht aus Gnade. Comstocks Männer werden ihn erwischen. Gewöhnt man sich jemals daran? Ans Töten? Schneller als du dir vorstellen kannst. Ja, irgendwie schon. Da kann ich nur zustimmen. Ist das hier echte Lava? Nein, okay. Ich wünschte, wir könnten mehr Waffen mit uns tragen. Einen Moment mal. Wo geht es denn hier hin? Möchtest du etwas vor mir verstecken? Achso, hier geht es wieder zurück. Ich weiß nicht, ob das der Weg ist, den wir jetzt gehen müssen. Ups, bestimmt, wenn hier die Gegner kommen. Dann auf jeden Fall. Und warum hat er jetzt angefangen zu brennen? Diese Kräfte scheinen ziemlich stark zu sein. Ich werde sie so gut es geht mit Salzen versorgen. Danke. Danke, Babe. Baby, Babe. Na gut. Eine Krähe? Wow. Oho. Und. Ups. Das war zwar daneben, aber irgendwie ist er trotzdem gestorben. Nicht mehr lange. Muss schon sagen, die Gegner sind ziemlich einfach zu besiegen, dieser Taktik. Vielleicht ist es aber auch eine Noob-Taktik, ich weiß es nicht. Aber das kann ich ja nicht wissen. Situationen gibt, in denen es nur ums Überleben geht. Überleben ist das eine. Überleben ist das eine, ja. Spaß an der Sache zu haben, das andere. Hör zu. Du scheinst ein anständiges Mädchen zu sein. Je weniger du über mich weißt, desto besser. Ja, weil ich mache dreckige Sachen, ja. Und das wird sie ja bestimmt nicht herausfinden, oder? Oder bist du auch dreckig? Wer weiß. Wer weiß das? Hier waren wir schon mal. Daran kann ich mich erinnern. Und da ist eine Tür. Hey, hey, hey. Ich glaube, wir können uns... Ach Mist, das ist nicht der Laden. Vielleicht ist es... Hoffentlich ist es der. Ja, eine Krähenfallenhilfe. Bewirkt, dass die Opfer von Killerkrähen zu Krähenfallen werden. Fand ich am Anfang jetzt immer so toll, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke... Ach, okay, wir nehmen es einfach. Hallo?
Ach, wow, jetzt wirklich, oder? Jetzt, wow. Uns fehlen sechs ganze, sechs, was sage ich da, elf. 11 ganze Silver Igel, das zu kaufen, na super. Habe ich jetzt eigentlich richtig gerechnet? Ihr könnt es ja nochmal nachrechnen und mir dann in die Kommentare schreiben, ob es richtig war. Oh. Wo müssen wir denn lang? Wo geht es lang? Ach so, wir müssen vielleicht unseren Blitz irgendwo benutzen. Und zwar hier. Gut, dass ich jetzt drauf gekommen bin. Dann verlassen wir die Hall of Heroes. Ja, Hall of Heroes. Ah, ja. Mal schauen, wo wir jetzt hingehen. Präzisionsgewehr. Ich glaube. Ach so. Wo schießt er denn hin? Also ich muss echt sagen, dass diese Methode. Dankeschön. Dass diese Methode des Tötens ziemlich effektiv ist. Strom und dann einfach mit der Shotgun. Was ist das? Ein Schon dabei. Moskito. Okay. Was macht er? Was macht der Moskito? Das verstehe ich jetzt nicht. Vielleicht muss ich den mit Strom. Oh. Nein. Nein. Naja, gut, dann nicht. Dann nicht. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Ich würde sagen, ich mache hier einfach mal einen Cut und dann sehen wir uns im nächsten Part. Und reingehauen.